blende ich alles andere aus. Das nützt dich schon was. Ja. Aber für die, ich sage nochmal, für die ganze Gruppe jetzt, und das kann man jetzt die Kamera auch gleich sagen, du bist auch einer, der ein bisschen so ist. Fishing, so Casting, ja, Casting auf Englisch, das Auswerfen. Das ist wirklich, das ist behebbar, das ist nicht unmöglich halt. Ne? Für die, die ein bisschen fett treffen oder dünn treffen, und das kostet dir auch Energie natürlich, der Eintreffwinkel der Schläge ist eher die falsche, man kommt nicht so zum Ball hin. Ich habe jetzt gerade die Geschichte erzählt vom Strand, ich habe vom Sand geübt als Kind, wir gehen ja auf den Ferry-Bunker. Oder was ich jetzt gerade gemacht habe mit dem Zieh nach dem Bar. Drills, Übungen, wo man nicht denken muss, halt. Man macht es halt. Ja. Aber würdest du dann denken wollen oder würdest du wissen wollen, wodurch und wie, den Winkel musst du versuchen, wirklich länger zu halten. Man kann den Winkel eigentlich nicht halten, aber das ist das Gefühl, dass man den Winkel länger hält, das man braucht. Genau. Also wenn man sowas macht, das ist für euch allen, ungefähr Schläge Kopf zwischen Bar und Zieh. Drück das Tee wieder rein. Und an das Tee denken statt Ball. Egal was passiert. Und man würde zumindest nicht fett treffen bei der Übung. Ja. Ja. Wie du siehst, das hättest du hier haben sollen. Ja. Wir müssen leider weiter tun.